Hallo, ich bin Josefine Worsek. Ich bin Yoga-Lehrer, Meditationslehrer und Wim Hof-Lehrer und bin hier gerade auf dem Flowfest, das dritte Mal in Folge. Und auch hier habe ich wieder die kleine Morgenmeditation angeleitet. Meditation ist wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich merke, also an mir selbst wie auch an anderen, dass uns oft die Ruhe fehlt, die innere Ruhe. Wir sind so beeinflusst von allem im Außen, der Hektik, dem Handy, dem Computer, den ganzen Anforderungen, die an uns gestellt werden, dass wir oft wirklich vergessen, uns zu fühlen, uns zu spüren, wieder Zeit für uns zu nehmen, für den Atem, für die Emotionen und auch für alle körperlichen Wahrnehmungen, die da sind. Und ich habe vor in einer Zeit meines eigenen Burnouts mit der Meditation angefangen, als ich 2011, 2012 meine Promotion zusammengeschrieben habe im Bereich Molekularbiologie, bin ich durch eine super stressreiche Zeit gegangen, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, und habe dann Meditation für mich entdeckt, um Stress abzubauen. Da war ich noch gar kein Yoga-Lehrer, aber so hat es angefangen. Es war der erste Schritt in die richtige Richtung. Das war eine Vipassana Meditation für 10 Tage. In Stille, ohne Handy, ohne Bücher, ohne Fernsehen, also ohne alles, was man im normalen Leben ständig um sich herum hat. Sogar ohne Augenkontakt, weil jeder Kontakt, alles, digital wie auch menschlich, löst was in uns aus. Und durch Meditation lernt man, achtsamer zu werden, mehr wahrzunehmen, was macht ein Mensch, der mir gegenübersteht, eigentlich mit mir? Was löst er aus? Was macht eine E-Mail, die gerade angekommen ist, digital mit mir? Und man kann dann achtsamer werden und sich auch Sachen und Situationen wieder auswählen. Hier sind wir ja gerade auf einer Biohacking-Konferenz und auch da, finde ich, muss man feststellen und sagen, für mich ist Meditation der beste und einfachste Biohack. Viele Leute kaufen sich dies und das, eine Pille für alles, und ich denke, die Lösung liegt in uns drin. Wenn wir mal unsere Gedanken und das Ego abstellen und zu dem zurückkommen, was darunter liegt, der Ruhe und der Stille, die darunter liegt. Und noch dazu kann es jeder erlernen auf jeden Fall, und dann kann man sich für eine halbe Stunde am Tag hinsetzen, die Zeit nehmen, für sich selbst mal auf seinen Körper zu hören. Und ich weiß, dass am Anfang die Gedanken durchdrehen und man in einem Karussell drin sitzt und dass es gar nicht so leicht ist. Aber ich möchte trotzdem jeden dazu ermuntern, eine Meditationstechnik für sich selbst zu finden. Und es gibt so unglaublich viele Techniken, dass eigentlich mein Rat ist, sucht euch in eurer Stadt irgendwie eine Meditationsgruppe, jemand, der euch verschiedene Techniken vorstellen kann. Für mich ist ein ganz wunderbarer Weg in die Meditation auch die Wim Hof Methode. Sieht es vielleicht noch, ich war vorhin gerade im Eiswasser. Im Eiswasser die Stille finden, mit dem Atem die Stille finden. Gerade mit der Wim Hof Atmung kommt man in 10, 15 Minuten eigentlich in einem Moment an, in der Stille an, wo man ansonsten nur mit 30 Minuten Meditation ankommt. Und das empfehle ich jedem, das einmal auszuprobieren. Und ich weiß, ganz oft sagt, ich habe keine Zeit dafür, ich muss irgendwie dies und das. Aber genau dann solltet ihr eigentlich meditieren. Es gibt so ein schönes Sprichwort, das mag ich total gerne. Das heißt, jeden Tag sollte man 30 Minuten meditieren. Und wenn man keine Zeit hat, sollte man 60 Minuten meditieren. Und ganz oft muss ich mich da sozusagen selbst an die eigene Nase fassen und auch genau das wieder machen, weil auch mein Leben ist verrückt und bunt, aber ich rate jedem, das mal auszuprobieren für eine gewisse Zeit und vielleicht Tagebuch zu führen, zu merken, was sind da die Veränderungen, und genau das dann für sich zu nutzen im täglichen Leben. Und wenn ihr denkt, eine halbe Stunde ist zu viel, fangt klein an und baut erst mal 5 Minuten ein irgendwie. Nach dem Aufwachen und vor dem Einschlafen. Das ist eigentlich, was ich sagen wollte über Meditation. Ich hoffe, ihr könnt ein paar Ratschläge draus ziehen.
könnt mich gerne jederzeit anschreiben oder mal zu einem Workshop kommen. Aber ich bin mir sicher, auch in eurer Stadt gibt es jemanden ganz nah bei euch oder eine Meditationsgruppe. Und dann könnt ihr die für euch nutzen.